So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Get It Together. Und letztes Mal haben wir das nächste Finale erreicht und den Boss besiegt, dann die Credits freigeschaltet und die Credits verhauen. 64 von 65 Punkten. Ja, das müssen wir irgendwann nochmal machen. Machen wir aber nicht jetzt, weil das ist ziemlich langweilig gewesen, to be honest. Jetzt gehen wir ins Hauptmenü und gucken mal, was jetzt eigentlich alles an Zusatzkram freigeschaltet wurde. Ins Hauptmenü kommt man über B. Okay, da haben wir jetzt nämlich Potpourri und Wario Cup. Vorher gucken wir uns mal an, was für Optionen jetzt bei den Charakteren ausgewählt werden können. Denn da sind jetzt auch neue Sachen dazugekommen. Der Laden ist ab sofort geöffnet. Kaufe Items oder sieh dich in der Souvenirabteilung nach Geschenken um. Okay. Geschenke kommen immer gut an. Du kannst dir in der Übersicht deiner Charaktere Titelpunkte verdienen, indem du großzügige Geschenke verteilst. Nach Anhäufung einer gewissen Anzahl an Titelpunkten können Charaktere neue Titel erhalten. Für seltene Geschenke oder Geschenke, die ein Charakter besonders gern mag, gibt es Extrapunkte. Ein besserer Titel zahlt sich aus. Größere Auswahl an Charakterfarben, ganz besonders neues Artwork. Mehr Punkte beim Wario Cup. Wer was verschenkt, hat weniger zu verlieren. Ah ja! Dann schauen wir doch mal hier. Wario. Etwas verschenken, Charakter anpacken. Aha! Der hat jetzt da so Stufen. Basisgrundwert im Wario Cup. Oha, okay. Ich habe wahrscheinlich im Moment noch nichts zum Verschenken. Genau. Kaufe etwas oder gewinne es hier als Belohnung im Wario Cup. Okay, wenn ich im Wario Cup was gewinne, dann geht das auch. Oh, shish. Was kann man denn da alles freischalten? Will nicht speichern, danke. Okay, also das kann ich dann bei allen machen. Das sind alle unbeschriebenes Blatt bisher. Das ergibt natürlich Sinn. Okay, laden. Jetzt erhältlich. Souvenirs. Katalog. What the heck? Was ist das denn alles? Einmal, zehnmal. Ach, das sind so... So Gacha-Maschinen wahrscheinlich. Okay. Yo, was zum Geier. Und hier kann man dann kaufen verschiedene Sachen. Für Münzen, okay. Das aktualisiert sich immer wieder neu. Okay, ich habe jetzt noch nicht so wirklich die Begründung, warum ich das machen sollte, wenn es nur ums Aussehen und Titel geht. Aber hey, in Ordnung. Gut. Dann gehen wir doch mal in Potpourri rein. Das sind Minigames. Hier geht es darum, die besondere Fähigkeit des Charakters sozusagen immer nur von dem. Das sind Minigames. Mit zunehmendem Spieldauer können sich Bedingungen auf dem Feld verändern, was sich unterschiedlich auf das Ballverhalten auswirken kann. Nicht aus der Ruhe bringen lassen und den Ball weiter in der Luft halten. Das sind Minigames. Die gab es in Smooth Moves auch, aber nicht so viele. Oha. Okay, wir nehmen mal einen relativ einfachen Charakter, nämlich Mona. Ich glaube, Mona ist relativ einfach für diese Geschichte. Na, weil mit ihr kann man eigentlich über den Bumerang das Ganze sehr gut lösen. Oh, Schande. 5. Okay, das war nicht so gut nochmal. Ich mag die Musik dabei übrigens sehr. Oh Gott. Wir waren noch nicht mal bei den Wetteränderungen. Können wir das besser bitte angehen? Na, oh mein Gott.
lassen sie jetzt mal auf dem Boden. Und machen das mit dem Bumerang, wollte ich gerade sagen. Jetzt. So. Na, oh mein Gott. Er wird immer schlechter. Nein! Oh, wieder 5. Okay, das ist gar nicht so einfach. Gut, 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 ist in Ordnung. Wir bleiben mal bei 5. Und schauen mal, was es hier alles für Minigames gibt. Arbeitswegelagerei. Der Weg ist das Ziel. Diesen Fall der ah, das ist. Nee, das ist. Nee, nee, ist was anderes. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Begib dich fix zum Büro, ohne dabei von deinen rivalen Kollegen ausgebootet zu werden. Im Büro wird dein Profit ausgewertet, den du zum Beispiel durch das Sammeln von Verträgen oder das Wechseln der Charaktere maximieren kannst. Okay. Okay, das hat jetzt überhaupt nichts mit... Ah, das war der Charakterwechsel. Da ist wieder ein Charakterwechsel. Da ist wieder ein Charakterwechsel. Den sollen wir ja mitnehmen. Nein, der hat jetzt den Auftrag verpasst. Und das war der Tag. Okay. Tag 2. Direkt mal Wechsel, bitte. Weil ich das gerne hier sehr schön wieder steuern würde, was hier abgeht. Und da ist der nächste Wechsel. Okay, Mona. Weg mit dem Chef da oben. Da unten ist so ein Auftrag. Oh, jo, 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 da kommen die, wer weiß ich nicht, Arbeitgeber oder so. Da, so komme ich natürlich nicht voran. Sehr gut, Charakterwechsel. Ja, so wird das nix. Aber so können wir... Oh nein! Das war dann wohl dieser Tag. Okay, verstanden. Ich weiß nicht, ob die Missionen da oben irgendwie schwierig sind oder ob die einfach nur so Spiele einmal dieses Minigame sind. Wir gucken uns einfach mal jedes Minigame an, würde ich sagen. Einzelkrampf haben wir vorhin freigeschaltet. Möglichst viele der unaufhörlich angreifenden Charaktere zu besiegen, wenn deine KP den Wert 0 ist. Hey, das klingt cool. Bosse besiegen. Das klingt einfach nach einem guten Shooter. Muss ich es gestehen. Es klingt nach einem sehr guten Shooter. Das machen wir doch gleich mit Ashley. Okay, ist denn das meine KP da unten oder? Müssten meine KP sein. Ja, die sind jetzt noch wieder aufgeladen. Das sind definitiv meine KP. Ja, jetzt wurde ich getroffen. Das sind meine KP. Alles klar. Bossfight. Anna oder Kat, what the fuck? Okay.
Machen Abflug. Ach, ich kann mit ihr ja stehen bleiben. Ups, ich doof komme. Ja, okay, jetzt krieg ich wieder Energie zurück. Das ist ziemlich cool. Oh, zwei Bosse. Ah, es kommt halt wahrscheinlich praktisch jeder mal dran. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Wobei ich mir jetzt aktuell noch nicht so wirklich viel Mühe gebe. Das gebe ich natürlich zu. Und es sicherlich mit der Zeit schwieriger wird. Und dann geht es wahrscheinlich ziemlich schnell den Bach runter hier. Ja, guck mal meine Energie. Jetzt habe ich schon ganz schön viel Energie verloren. Uiuiui. Das ist nicht, was ich wollte. Und da ist wieder der nächste Bossfight. Oh je. Okay, ciao. Bisschen Energie zurückbekommen, aber nicht viel. Oh boy. Okay, es wird immer mehr. Oh, der da ist, muss jetzt erst das Schild kaputt gemacht werden. Okay. Sehr gut. Bisschen Energie zurückbekommen. Ah, Mist, voll drauf. Ah, schon sehr interessant gemacht. Ah, jetzt ist es mein eigener Charakter sozusagen, der Boss. Okay, so. Jetzt wird's Himmel, jetzt wird's hell. Ah, da unten ist die Anzahl, wie viel wir schon besiegt haben. 114. Aua. Monas Bossfight. Aua. Die kommt mit ihrem Bumerang ziemlich gefährlich immer hier an mich ran. Sehr gut. Ganz schön viel Energie wieder zurückbekommen. Okay, der nächste Bossfight. Einfach schnell wegmachen. Quick it. Aua. Okay. Wir bleiben bei viel Energie zurückbekommen. Aua. Okay, Ormulon und die andere Ninja-Dings. Aber wenn es zwei Bosse sind, ist immer kritisch. Ich glaub, das ist die Runde, in der es zu Ende geht, glaube ich, fürchte ich. Aua. Ah, nein, wir kriegen Orbolo noch klein, okay. Aber jetzt wird es sehr, sehr eng mit der Energie. Oh je, schon wieder zwei. Okay, schnell weg. Ja, Battenmesh. Okay, sehr schön. Und den schießen wir jetzt einfach von unten ab. Von oben. Sehr gut. Aua. Das sieht energietechnisch schlecht aus. Oh je. Okay, die Zunge hat mich gekillt. Schön. Das war Einzelkrampf. 5 und Hopp.
Zeit für Volleyball. Bitte zwei Teams bilden, dann fleißig den Ball ins gegnerische Feld hauen. Ist das wie Blobby Volley einfach? Wer den Ball den Boden berühren lässt und ihn nicht vor den Ablauf des Timers durchspielt, verliert einen Punkt. Okay. Wenn der Timer die 3 erreicht, lädt sich der Ball auf. Gelingt es dir, so einen aufgeladenen Ball zu spielen, führst du automatisch einen Schmetterschlag aus. Ah, es ist besser wie Blobby Volley. Beim Ballwechsel können unerwartete Dinge passieren, die das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Also Vorsicht, alles klar. Mir haut sich gerade mein Headset vom Kopf. Moment, ich habe hier gerade leichte Kabelprobleme. Ich hasse das, weil das immer sich verheddert, egal wie ich mich bewege. So, jetzt ist wieder besser. Okay, let's go. Klingt es sehr interessant. Das spielen wir mit Mike. Ja, es ist wirklich Blobby Volley. Es ist einfach Wario Volley. Okay, ich warte auf die 3. Jetzt kann darüber als Schmetterball. Ah, Mist. Ich wollte auf die 3 warten. Das war zu riskant. Schade. Das war ein Versuch. Was ist das denn jetzt hier? Popcorn oder was? Weg damit. Lel. Wie soll er eigentlich den Ball rüberbekommen, wenn ich hier einfach mashe? Oh, so. Was war das denn? Okay. Oh boy. Ach, ich kann ja auch schweben, stimmt ja. Okay. Okay, der CPU ist nicht so gut. Yo! Ich auch nicht. Oh, das war nicht so gut. Was kommt jetzt? Okay. Ja, nice. Gewonnen. Okay. Bestimmt auch eine Mission, hier keinen einzigen Fehltreffer zu haben. Mikrospielarena. Dachte, da sind wir schon. Zwei Spieler treten per Splitscreen in Mikrospielen zum Duell an. Es kann nur einen Gewinner geben. Wer bei einem Duell versagt, verliert ein Leben. Der Spieler, dem zuerst kein Leben mehr verbleibt, hat verloren. Die Anzahl der Leben, die er spielt. Ja, ich kann ja erstmal nur alleine spielen. Bei Sofort-K.O.-Spiel geht es darum, wer schneller ist. Okay. Ihr seht nicht doppelt. Beide Spieler treten mit demselben Charakter gegeneinander an. Alles klar. Sofort K.O.-Spiel. K.O.-Spiel. Okay. Hä? Geht das nur zu zweit? Ich drück doch L und R. Aber das geht wahrscheinlich nur, wenn ein zweiter angeschlossen ist. Ich weiß nicht, was er von mir will, aber es geht nicht. Okay. Wahrscheinlich, weil es... Achso, da unten steht ja zwei Spieler. Okay, geht nicht. Kann man nicht machen. Sternstündchen.
Ach, da steht ja zwei Spieler. Ach so. Das hier ist 1, 1, 1, 1. Oh, dann kann ich euch die alle hier gar nicht zeigen. Das ist ja doof jetzt. Zwei Spieler spielen gemeinsam Mikrospiele. Wer gewinnt, mehr zu ihrem Abschluss beiträgt. Ah, die Mikrospiele sind die aus dem Hauptspiel wahrscheinlich dann. Und dann ja, okay, ich verstehe. Das ist dann auch Mikrospiele. Ja, ja, okay, ich verstehe. Ja, okay, I see, I see, I see. Das gab's im Original auch, sowas. Ja, ich verstehe. Okay, okay. Das sind... Ja, 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 ja. Genau, dann kommen immer dann Minispiele mit dazu und dann verbindet man das mit so einem kleinen Spiel dazu. Ja, okay, okay. Dann können wir hiervon nichts machen. Ich gehe nur kurz rein, dass das Ganze neu überall verschwindet. Okay, dann ging das hier schneller rum, als ich dachte. Das können wir dann alles leider nicht weiter sehen. Das geht dann nur lokal mit Multiplayer. Okay. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann hätten wir jetzt noch den Wario Cup. Ich gucke nur mal kurz auf den Tacho. Ja, das können wir noch machen. Wir gucken mal rein, was hier los ist. Natürlich sind wir bereit. Jede Woche erwartet dich eine neue Challenge. Jede dieser Challenges umfasst eine erlesene Auswahl von Mikrospielen und für ihren Abschluss kann man super tolle Belohnungen abräumen. Ist dein Ehrgeiz geweckt, dann solltest du über das Internet am Ranglistensystem teilnehmen. Es gibt zwei Arten von Challenges. Zeit-Challenge, hier geht es um, wie schnell du eine bestimmte Anzahl von Mikrospielen schaffst. Hier punktest du bei jedem Mikrospiel, das du schaffst. Also es gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Ach du grüne Neue. Gesamtpunktzahl ist Basispunkte mal Level mal Tempo. Ja, okay. Okay. Ah! Weil es Charaktere gibt, mit denen manche Missionen einfacher sind, kriegen die dann weniger Punkte. I see! Das ist gut durchdacht. Na, wir haben ja so gerade diese Drehcharaktere, also diese Charaktere, die fliegen können, die Drehmissionen zum Beispiel sehr gut machen. Während zum Beispiel ja 9 Volt, der immer am Boden entlang fährt, der hat bei ganz vielen Challenges echt massive Probleme. In einigen Challenges müssen zwei Charaktere mit nur einem Controller gesteuert werden. Oh Gott, okay. Wenn du an den Ranglistenmodus teilnimmst, kannst du... Ja, machen wir natürlich. Haben wir. Der Zeitraum, an dem du an einer Challenge teilnimmst... Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Nach Ablauf dieser Challenge kannst du eine Verbindung... Okay. Und die Ergebnisse sind auch nur eine Woche lang verfügbar. Alles klar. Ja, aktivieren. So. Stufe 1, ordinärer Sterblicher. Punkte bis Aufstieg 1800. Wario Cup der Woche, Speed Skater. Aktuelle Challenge. Mehr kann ich nicht auswählen. Also das ist das alles, was ich machen kann. Okay, let's go. In dieser Challenge geht es mit 9 Volt super schnell zur Sache. Immer schön darauf achten, was das Skateboard macht und das Jojo im richtigen Moment werfen. Die Reihenfolge ist immer gleich. Das sollte doch helfen. Okay. Ist aber eine Punkte-Challenge, das heißt also, ja, okay. Wie oft kann man das machen oder gilt es dann nur das erste Mal? Wir werden sehen. Naja, das ist mein Team, klar. Es geht nur um 9 Volt. Ja, ich bin gespannt. Let's go. Gott, ist das schnell. Oh Gott, ist das schnell. Oh Gott, ist das schnell. Oh Gott, ist das schnell. Wie soll ich das mit ihm denn machen? No. Ach so, ihm muss ich das. Ja, okay. Gibt es natürlich noch Missionen, die wir noch nicht gespielt haben, die ich noch nicht kenne. Oh, nice. Sheesh.
Ja, das andere hätte ich an. Oh. Oh Gott. Alles klar. What? Oh boy. Ja gut. Lila, nein. Oh Gott, da kommt er. Oh. Yes. Immerhin eins nochmal mitgenommen. Nicht in die Nase. Oh. Ey, das hat getroffen. Mist. Okay. Nicht einschalten. Oh nee. Na, okay. Geschafft. Ja, okay. Wir beenden mal und gucken, was passiert. Hochladen. Aber ich nehme an, ich kann mich jederzeit verbessern. Es geht das so eine Woche lang, diese Challenge, ne? Oh Gott. Gold ist ab 6000. Dafür muss man ganz viel hintereinander dann schaffen, ne? Eieiei. Ja, wir probieren es nochmal, würde ich sagen. Uff. Böse konzentrieren. Nein, das mache ich immer zu bald. Ach, shit, das hatte ich vorhin richtig. Oh, ich weiß ja, wo sie war, aber ich komme nicht an den Ring ran. Nein! Das Lied. Oh, Rosa wär's gewesen. Mist! Yes. Nein, nein, oh. Nein, vorhin hatte ich das so schön gemacht. Lol. Sehr schön. Okay, 4000. Ja, ist ein bisschen besser geworden. Eieiei, ja, hochladen ab dafür. Uff. Uff, ey, aber uff, das ist kritisch. Uiuiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui, das ist schwierig. So, wie lange geht das jetzt? Challenge 7.9. bis 14.9. Das heißt, können wir noch öfter probieren.
Eieiei. Oh, Reggie hat das schon gespielt. Okay, 3400. Ja, über die Weltranglisten reden wir mal nicht. Oh Gott. Uff. Okay. Wenn es 34 sind, bedeutet es aber, dass man maximal 6800 bekommen kann. Na, also 34 mal 2000. Äh. 34 mal 200, logischerweise. Und 34 mal 2 ist 28. Uff. Und Gold ist 6000. Das ist, also Gold kriegt man, wenn man nur vier verhaut. Yikes. Das ist kritisch. Okay. Aber dann war das auch der Mario Cup. Das heißt, bis auf Missionen haben wir jetzt so ziemlich... Ach so, gäbe es jetzt mehr Punkte, wenn ich sozusagen jetzt zum Beispiel 9 Volt Hochlevel oder sowas? Hier, Basispunkte, Grundwert im Wario Cup. Also wenn ich die jetzt hochlevel, kriege ich mehr Punkte, oder wie sehe ich das? Dann kaufe ich ihm jetzt mal Geschenke, um es mal zu testen. Was könnte er denn wollen? Er ist doch so ein Gamer. Da unten steht er perfekt für. Und das ist aber... Okay, wisst ihr, wir machen mal Folgendes. Wir geben jetzt mal hier 5000 Punkte aus für 10 mal eine seltene Box. Also das ist jetzt so ein bisschen Gacha-Game-mäßig, ne? Nur, dass man kein echtes Geld hier reinpumpt, zum Glück. Wir gucken mal, was passiert. Ach, die gehen alle gleichzeitig auf. Okay. Da ist ein super seltenes dabei. 5 Sterne ist, glaube ich, das höchste. Okay. Ja, 5 Sterne ist das höchste. Da sieht man es. 3 bis 5 Sterne. Und hier oben wäre es 1 bis 5 Sterne. Okay. Was haben wir denn jetzt alles bekommen? Hilft die Sehkraft zu bestimmen. Dabei wird jeweils ein Auge abgedeckt. Nützlich. Ganz okay für... Was heißt es da? Eine spezialisierte Bar-Zeitschrift beinhaltet aktuelle Trends vom Chin-Puffer zum Gesicht. Ah, muss man das erst rausfinden, sozusagen, welche Charakter die mag, dass es noch gar nicht angezeigt wird? Erst wenn man die denen gibt, wahrscheinlich. Lass es dir schmecken, so richtig schmecken. Okay, das wäre doch was für Ashley, die isst doch gerne Sachen. Hightech-Turnschuh würde ich Quicket geben. Jedes Ziel in Windeseile. Hantel, heben und senken. Ventilator, gegen... Hochzeitskleid. Ich sehe bisher nichts, was ich in 9 Volt geben würde. Luxusklo. Helikopter. Das wäre vielleicht was für 9 Volt. Wobei, ja, weiß ich noch nicht. Firmengebäude. Okay, das ist für Wario. Okay, wir gucken mal, wie das jetzt funktioniert. Ich versuche mal, Wario das Firmengebäude zu geben. Das sagt ja vorher nicht, was gut ist. Wir gucken mal, was passiert. Ja, das hat ihm gut gefallen. Yo, da kriegt er... Ah, okay, kriegt er aber richtig leer. Okay. Okay. Ja, das ist einiges an Farbengebung, was möglich ist jetzt bei ihm. Lul. 8 grüne 9. Spezialfarbgebung, okay. Ach du... Okay. Da hat es aber gerade richtig gescheppert bei ihm mit dem Firmengebäude. Ah, jetzt habe ich hier die Galerie auch freigeschaltet bei ihm. Und da kann man jetzt Artworks angucken. I see. Okay, das ist auch cool. Okay, was haben wir jetzt hier zum Beispiel für Möglichkeiten? Spezial. Zombie. Oder Baby.
oder süß oder Schatten oder Gold. Schatten gefällt mir ganz gut. Wir machen mal Schatten. Ach so. Ach so, und hier werden jetzt auch 3 Millionen andere Farben zur Verfügung. Okay, ich verstehe. Aber wir machen mal Schatten. Und jetzt hat er einen Grundwert von 107 im Wario Cup. Okay. I see. Aber ich kann ihm das Geschenk jetzt auch nicht wieder wegnehmen, ne? Ich kann ihm nur Sachen schenken. Aber sehe ich jetzt, jetzt gucke ich mal in den Katalog zurück, sehe ich jetzt im Katalog, ob der Firmen-Dings bei Wario gut ankommt? Ja, okay, genau. Da sieht man jetzt, dass es Wario sehr, sehr gut gefallen hat. Habe ich mir auch gedacht. Der Helikopter wäre das Einzige, wo ich denke, dass das 9-Volt gefallen könnte. Die anderen Sachen halte ich für weniger denkbar. Deswegen probieren wir jetzt mal Folgendes. Cricket kriegt die Schuhe. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er die Schuhe gerne hätte. Die dürften sein Ding sein. Jawohl, genau so ist es. Aber das levelt überhaupt nicht, weil das halt nicht jetzt so selten war, dieses Ding, ne? Das, dafür müssen wir die mehrere geben. Er bleibt jetzt noch unbeschriebenes Blatt. Ansonsten würde ich aber für Cricket hier eher nicht so. Eher nicht so, echt nicht. Okay. 18 Volt kriegt jetzt von den Sachen da nix. Mona ist ja so ein bisschen Teenager und Wario-Fan. Also der Bart-Katalog würde ich eher für Wario selbst denken. Ich denke nicht, dass sie den gerne hätte. Ah, ich sehe nicht so ganz, dass sie davon etwas wollen würde. Wir geben mal Wario noch den Bart-Katalog, weil das würde ich auch keinem anderen geben. Oh, das ist gar nicht so sein Hauptding. Okay, okay, alles klar. I see, I see. Interesting. Dann hätte jemand anders den Bart-Katalog wahrscheinlich favorisiert. Vielleicht Mantis, man weiß es nicht. Okay. Dribbel wüsste ich jetzt auch nichts. Spitze dann genauso nichts. Aber wir können mal kurz lesen. Da steht nichts weiter da. Nee, das ist auch normal. Der ist Erfinder. Sehe ich nicht. Nee, sehe ich nicht. 9 Volt kriegen wir jetzt mal den Helikopter, auch wenn ich das nicht so hundertprozentig fühle. Aber das ist das Eheste, was ich ihm geben könnte. Oh ja, das war gut. Das war gut. Das gibt einen ordentlichen Level-Up. Jetzt haben wir schon Basispunkte, Grundwert 103 bei ihm. Und Artworks, okay. Ja, cool. Gibt's immer 5 für jeden Charakter, weil die jetzt noch leer sind? Dann haben wir bei Wario schon alle. Okay, okay, I see, I see. Dann würde ich zumindest auf jeden Fall für jeden Charakter versuchen, die Dinger zu bekommen. Er ist ja so ein Musiker. Da sehe ich eigentlich jetzt auch nicht, was für ihn sein könnte. Kat und Anna wüsste jetzt auch nicht, dass davon irgendwas für die brauchbar ist. Jimmy. Wüsste ich auch nicht. Nee. Also, sie kriegt auf jeden Fall das Essen. Sie kriegt einmal den Kuchen. Genau, das ist ihres. Leider ist der einfach nicht so wertvoll, der Kuchen. Und dann war es das auch schon. Orbulon. Der könnte das Klo wollen. Der ist doch so, der will doch so Souvenire immer. Vielleicht ist das Klo für ihn ja ein super Souvenir. Nee, da hat er nicht so gefeiert. Aber das Klo gibt sowieso viele Punkte, deswegen findet er es gut. Okay. Ah, wir haben die Dings nicht angeschaut.
die Anpassung bei 9 Volt. Da gehen wir nochmal kurz rein. Und erstmal hier die Anpassung. Ah, okay, das sind dann die gleichen wahrscheinlich. Auch so Dark und so weiter und Schatten und alles Mögliche. Ich verstehe. Wir gucken trotzdem mal kurz hier rein. Ob das dann auch Zombie als erstes kommt. Ah ja, okay, das sind dann immer die gleichen. Ja, okay, Zombie, Baby, Süß, Schatten und Dings. Dann haben wir bei Wario da auch schon alles freigeschaltet. Okay, ich verstehe. I see, I see, I see. Wir haben jetzt noch dieses Augenmessgerät. Das ist vielleicht für die Erfinderin was. Ist eher für einen Doktor was, oder? Ich weiß nicht. Ich gebe es ihr jetzt mal, ist egal. Ja, doch, hat sie gefeiert, hat sie gefeiert. Ach, die Hantel kriegt natürlich irgendjemand, der Fitness macht. Eigentlich macht er so ein bisschen Fitness, ne? Ja, eigentlich macht er nicht so Fitness. Dann kriegt Cricket die Hantel. Ja, mager, mager. Mager die Hantel, okay. Schön, schön. Artwork. Ich glaube, Mona kriegt den Ventilator so als Teenager. I think. I don't know. Okay. Fokus ist alles. Wer soll sonst den Ventilator bekommen? Nee, ich glaube, Mona kriegt mal den Ventilator. Okay, fand sie nicht so ganz so gut, aber also so mittel. Also Hochzeitskleid ist ein bisschen zu bald für dich, Mona. Sorry. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer hier ein Hochzeitskleid haben will. Ah, die Mutter, die könnte ein Hochzeitskleid bekommen. Ja, doch, fand sie ganz gut. Nicht optimal, aber fand sie gut. Sie hat jetzt auch den Zombie-Look und sie hat 2 Artworks freigeschaltet. Okay, wir haben alles verschenkt, was wir hatten. Icy und Icy. Jetzt gucken wir uns sie noch als Zombie an. Wobei das jetzt auch nicht so speziell dann aussieht. Das sieht man schon, wie das aussieht. Ja, ist er halt dann so ein bisschen bunt. Also bunt im Sinne von so komisch Dings hier. Wie man die Farbe halt nennt. Okay, aber ich verstehe. Damit macht es die Missionen schon deutlich attraktiver, weil das die Münzen freischaltet, für die wir dann hier was kaufen können. Die Münzen für Continues zu verschwenden, das habe ich mir schon gedacht, ist nicht die beste Idee. Okay. Potpourri habe ich jetzt bisher noch nicht so ganz gesehen, warum wir es spielen sollten, aber ich nehme an, dass es dafür auch Missionen gibt. Deswegen, ja. Ich hoffe nur, dass es keine Missionen gibt für das hier, weil ich das halt nur mit 2 Spielern und so weiter, das ist ein bisschen schwierig. Und dann haben wir nochmal Wario Cup. Wir machen nochmal eine Runde Wario Cup. Im Moment gibt es ja nur diese eine Challenge hier. Und der wird dann auch erst nächste Woche ausgewertet, also das dauert dann alles noch eine ganze Weile. Aber wir können ja nochmal hier reingehen und gucken, ob wir nochmal was Besseres als 4000 schaffen. Aber 4000 war schon ziemlich gut, muss ich sagen, für mich. Ja, und er hat jetzt 103 Basispunkte. Und wie viel bekommt er jetzt für jedes... Oh mein Gott. Was bekommt jetzt pro geschafftes Ding? Ah, okay, er bekommt das Doppelte seiner Basispunktezahl. Ich verstehe. Ja, dann hat sie da natürlich doch nochmal was geändert. Oh mein Gott, ich hab's verfehlt. Okay, ich bin jetzt mal ganz ruhig und versuch mal, mich zu konzentrieren. Bei dem Netz geht es immer so ein bisschen ins Laggen.
Sheesh. What? So knapp. Ah, da hätte ich hängen bleiben können. Oh Gott. Sehr schön. Nicht einschalten. Ja, die Reihenfolge ist immer die gleiche. Das heißt, man weiß, was kommt. Ne? Das haben wir ja schon gehört. Aber puh. Sheesh. Nein! Na endlich! Nein, oh. Oh yes. Nein. Zu langsam. Oh yes. Ah, das war die falsche. Yes. Nein, warum ist denn nicht? Oh. Mist. Yes. 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 Nein. Yes. Na, was? Das war frech. Sehr schön. Fast 5000. Okay, das wird doch. Das wird doch. Okay. Ah, das gibt jetzt den ersten hier Statuspunkte-Aufstieg. Okay. Das können wir auch wieder hochladen, denn das war schon besser als alles andere bisher. Okay, das heißt aber, die Basispunkte sind brutal wichtig. Weil die ja dann verdoppelt werden für die Dings. Okay, also in dem Fall werden sie verdoppelt. Wir haben ja vorhin die Rechnung gesehen, ne? Wie das ausgerechnet wird. Hier, ich kann euch nochmal die Rechnung zeigen. Da war die Rechnung. Basispunkte mal Level mal Tempo. Eieiei, okay. Kritisch, kritisch, kritisch. Das heißt, wir müssen Geschenke für 9 Volt holen und besorgen und so weiter, wenn wir das wollen.
Aber ich denke mal, im nächsten Part werden wir uns einfach ein paar Missionen angucken, denn da gibt es sicherlich einiges zu tun. Und an der Stelle sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Und tschüss.